Hey Dudes, hier ist euer Otaldo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 14 im Karrieremodus. Und wir spielen das erste Spiel der Serie A gegen Palermo. Und wie ihr eventuell an der Länge der Folge seht, habe ich das ein bisschen umgestellt. Ich habe mir erstmal vorgenommen, ein Spiel pro Folge zu machen. Und damit dann AC Milan täglich zu bringen. Weil ich ja denke, es wird viele Leute hier geben, die das gerne täglich sehen wollen würden. Und ich das einfach sonst nicht anders gebacken bekomme. Und da sehen wir auch gleich in der dritten Minute das erste Tor durch Paul Pogba. Der mit dem Kopf das Gerät einnetzt. Das Spielgerät. Ecke von Mario Balotelli, ist echt der Beste, ne? Verstehe ich nicht, dass das Kaká immer schießt. Aber egal. Weiter geht's hier gegen Palermo. 1-0 ist schon mal sehr gut für den Start in die Saison der Serie A. Und das war schon mal ein starker Schuss. Geht also hier nicht so easy los, wie wir eigentlich gehofft haben. Die Mannschaften sind natürlich alle jetzt voll motiviert, super frisch und erhoffen sich selbstverständlich, naja, ganz viel. Barreto, oder wie der heißt, ich konnte gar nicht so schnell lesen, hat geschossen, Hugo Lloris hat aufgepasst. Marco Reus, jetzt hier mit auf dem Feld, wissen wir ja, Pogba angespielt. Der sieht da in der Mitte Mario Balotelli, der sucht ein bisschen Platz, der feuert und trifft nur den Torwart. Nächste Chance, 20. Minute. El Shaarawy hat da Platz, macht Meter auf der linken Seite, spielt in die Mitte auf Mario Balotelli, aber der spielt nur Viviano in die Hände. Morganella wird von Marco Reus abgenommen, der Ball. Aber jetzt kommt der Mega-Fehler. Hugo Lloris auf Dybala. Oder ihr müsst in den Kommentaren schreiben, wie der heißt. Ich würde sagen Dybala oder Dybala. Dybala. Der haut das Ding da rein, weil ja, einfach dann Fehler entsteht. Eigentlich wollte ich Marco Reus wieder zurückspielen, den Ball. Aber leider ist es zum Fehlpass gekommen. Na gut, kann passieren. Alaba auf Reus. Auf jeden Fall eine schöne Zusammenarbeit, aber nicht so ganz fruchtbar eben gerade. Jetzt El Shaarawy über rechts in die Mitte mit der Flanke. Balotelli kommt nicht ran. Oscar. Pogba. Wieder auf Oscar. Was ist da los? Oscar in die Mitte auf Balotelli. Der hat da Platz. Wieso trifft er denn nicht? Meine Güte. Ja, das war die erste Halbzeit. Es geht hier gleich weit in der zweiten. Mario Balotelli sucht da den Weg rein und schießt einfach mal irgendwie. Viel zu spät, nur leider reagiert. Jetzt nochmal. Pom! Ja, fast in die Tribüne geschossen, den Ball. Also, hier ist auf jeden Fall ordentlich Zunder im Spiel. Es gibt die Ecke. Und wie wir es kennen, Mario Balotelli mit der Ecke sehr gut dabei. Sehr schöne Aktion. War das Marquinhos oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher, wer da geköpft hatte. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Deswegen eine neue Ecke und nochmal Marquinhos. Diesmal trifft er. Nee, es war eben nicht Marquinhos, es war Zuma, glaube ich, mit der 4. Marquinhos, die Nummer 5, ballert jetzt hier alle nieder. Haut die Pille einfach rein mit dem Kopf. Sehr, sehr schön. Damit steht 2:1. Endlich haben wir unseren Fehler wieder gut gemacht. Und für alle, die ein bisschen enttäuscht sind, dass die Folgen jetzt ein bisschen kürzer werden. Anders schaffe ich es einfach nicht. Ich hoffe einfach, dass es dadurch eure tägliche Dosis sozusagen bringt. Es ist ja im Prinzip die gleiche Menge, die ihr in derselben Zeit sehen würdet, nur eben auf 2 Tage aufgeteilt. So, damit das eben, ja, jeden Tag was gibt, auch wenn es dann ein bisschen weniger ist. Oscar jetzt hier hat jede Menge Platz, feuert einfach links oben in die Ecke. Was will man dazu sagen? Perfekt, 3-1, sehr schön, Oscar. Für mich der neue Kaká, die jüngere Version und hat er sehr gut gemacht. Bam! Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich war eigentlich fast dafür, Jack Wilshere zu holen, aber der wäre eben nochmal 10 Millionen teurer gewesen. Hätten wir eigentlich auch stemmen können, die Summe. Oh, Latte von Martial. Schade. Dem würde ich nämlich auch ein bisschen mehr Chancen geben. Aber nochmal zurück, wir hätten auch Wilshere holen können. Der wäre auf mehr Positionen zu Hause gewesen. Zentrales Mittelfeld, ich glaube sogar defensives Mittelfeld. Offensiv und vielleicht irgendwo auf den Außen oder im Sturm, ich weiß es nicht so genau.
Auf jeden Fall wäre der auch sehr gut gewesen. Könnte man vielleicht überlegen, in der nächsten Saison oder so zu holen. Weil er ein sehr starker Spieler ist. Ja, das war's auf jeden Fall von diesem Spiel. Wenn die Folge dir gefallen hat, habe ich auch eingeblendet, dann Daumen hoch. Das fand ich eigentlich sehr cool, das sieht sehr schick aus, deswegen habe ich es reingebracht. Und noch nicht abschalten, es ist noch nicht vorbei. Wir haben jetzt hier noch ein paar restliche Transfers zu tätigen. Und ja, damit passiert jetzt genau das, was ich eigentlich auch vorhatte. Erstmal Leon Goretzka mal einen Vorschlag machen. Wir haben ja Spieler, die wir eventuell umtauschen könnten. Obwohl De Jong ein sehr gutes Spiel ist mit 29 Jahren, wird er jetzt aber wahrscheinlich langsam schwächer werden. Deswegen dachte ich eventuell Goretzka, ja, können wir probieren. Luke Shaw tauschen wir gegen ein bisschen Kleingeld und Constant, weil Luke Shaw hat ja eine sehr gute Entwicklung. Constant ist zwar konstant, aber ich denke mal, der würde sich nicht mehr weiterentwickeln. Luke Shaw wäre in ein, zwei Jahren wieder genau auf derselben Stärke. Deswegen holen wir uns den einfach mal. Probieren wir zumindest. Mal sehen, ob es überhaupt alles klappt. Wir kriegen ein Angebot von Arsenal. Ich sag mal hier für KK 9 Millionen. Komm, mach die 9 draus. Jawohl. Dann geben wir den ab. Vielleicht wäre auch mehr drin gewesen. Aber zu KK gibt es bald noch eine Nachricht. Das müsste in der nächsten Folge direkt am Anfang sein. Da könnt ihr gespannt drauf sein. Arsenal akzeptiert die 9 Millionen. Luke Shaw wird für 3 Millionen und Constant auch angenommen. Dann geben wir ihm ein bisschen das Geld, was er eben haben möchte. Es ist gar nicht so einfach, hier in den letzten 10 Stunden die Transfers zu machen, weil die Vereine reagieren nicht sofort nach einer Stunde, sondern lassen sich manchmal da 3, 4, 5 Stunden Zeit. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, Goretzka 3,1 Millionen wollen sie jetzt da haben. Die wollen 6 Millionen. De Jong ist schon 4,7 wert. Was wären also die 6 Millionen? Dann sind die ein bisschen unverschämt. Gehe ich auf 2,1, guck nochmal, wie viel ist er wert? Ach ja, 4,7. Aber wenn man jetzt 5 Stunden vorher nochmal das Angebot ändert, schafft man es einfach nicht. Dem Spieler, nee, es ist nur noch 3 Stunden, dem Spieler noch ein Angebot zu machen. Also, wir haben jetzt eigentlich im Prinzip nur geschafft, Luke Shaw zu holen, KK zu verkaufen und der Rest, den kriegen wir einfach nicht mehr durch. Weil es einfach von der Zeit her nicht passt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und die Verhandlungen werden auch sofort abgebrochen. Das ist das Komische an der Sache. Diese Verhandlungen werden sofort abgebrochen, obwohl wir eigentlich gut dabei waren. Die hätten wahrscheinlich jetzt noch angenommen und so weiter und so fort, aber egal. Goretzka ist im Moment also nicht auf unserer Bank. Deswegen machen wir mit Luke Shaw weiter. Wir haben jede Menge Spieler, die wir gut wechseln können. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und als nächstes geht es jetzt weiter in der EM-Quali. Und das erste Spiel ist gegen Ungarn, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Und El Shaarawy möchte ein bisschen mehr Geld haben. Gar nicht mal so viel mehr. Das geht eigentlich. Der möchte jetzt 110 statt 90.000 haben. Und das war's jetzt auch für diese Folge. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und würde mich auch wieder freuen, wenn ihr morgen wieder in die nächste Folge einschaltet. Also, macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Das war's auch schon wieder für diese FIFA 14 Karrieremodus-Folge mit dem AC Milan. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Interessant könnte für euch sein unsere Facebook-Page, denn da haben wir immer aktuelle brandheiße News. Geht dazu einfach auf facebook.com/zockerdudes. Ja, das soll es doch erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Also, bis morgen, Freunde!